Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat bei einer Sitzung ihres Kabinetts in Cutro in Kalabrien ihre harte Haltung zur Immigration unterstrichen. In dem Küstenort waren Ende Februar mindestens 72 Geflüchtete, die über das Mittelmeer nach Europa wollten, tot aufgefunden worden. Io penso che il modo migliore per onorare queste vittime sia fare quello che si può fare perché queste tragedie non abbiano a ripetersi. Allora noi abbiamo licenziato in questo Consiglio dei Ministri un decreto legge che affronta questa materia e lo abbiamo fatto per ribadire che noi siamo determinati a sconfiggere la tratta di esseri umani responsabile di questa tragedia. Während ein Marsch an die Opfer erinnerte, wurde nach dem erneuten Drama im Mittelmeer in Italien darüber diskutiert, ob die 72 Menschen sterben mussten, weil die Küstenwache auf Warnhinweise nicht rechtzeitig reagiert hatte.